Hallo und herzlich willkommen zu meinem Tutorial über die ungelenkten Raketen bei der Hornet. Ja, für die Ground Attack gibt es die Möglichkeit, ungelenkte Raketen zu benutzen. Das heißt, die werden genau wie, äh, wie euer Maschinengewehr irgendwohin ausgerichtet, abgeschossen und ihr braucht euch um nichts anderes mehr kümmern. Ist eine äh, leichte und preisgünstige Variante zu größeren Waffen und gerade im in der Luftnahunterstützung sehr hilfreich, weil ihr dort nicht groß irgendwie erst Ziele designieren müsst, sondern dort, wo ihr hinschießt, treffen die Sachen ein. Es gibt bei der Horne zwei verschiedene Arten von Raketen und die haben auch noch verschiedene Dispenser. Deswegen würde ich jetzt einmal kurz, bevor wir äh, uns an die Attacke machen und ich zeige, wie man diese verwendet, würde ich jetzt einmal kurz pausieren und nach draußen schalten. Ich mache einmal das Label weg, weil das doch nervt. Und wie ihr jetzt hier sehen könnt, habt ihr unter der Hornet ähm, diese runden Container hängen, wo die Raketen drin sind. Jetzt könnt ihr schon sehen, die auf den inneren Stationen, die sind natürlich ein bisschen größer. Die Raketen, das sind die Mark 71 oder auch Zuni genannt. Ich habe jetzt hier leider keinen, ähm, keinen Cursor, das will ich jetzt einmal so zeigen. Das sind diese Zunis, die großen. Die sind 5 Zoll Raketen und die können auch schon gut gegen gepanzerte Ziele eingesetzt werden. Wir schützen Panzer und auch ähm, kleinere Panzer. Dort ist das kein Problem. Gegen größere WT50 oder sowas natürlich, gibt es natürlich dann immer noch ein Problem damit. Und dann gibt es daneben, links daneben, diese ähm, 2,75-Inch-Raketen, ähm, also äh, 2,75 Zoll Raketen. Die sind nur halb so groß wie die Zunis, können dafür auch nur gegen leichte Ziele eingesetzt werden, wie ungepanzerte Fahrzeuge, Zwacks, ähm, Laster oder eben Infanterie. Dafür gibt es diese dann natürlich noch in anderen Containern, nicht nur wie bei der Zuni hier in äh, vier Stück pro Rolle, sondern die gibt es in einem kleinen und einem großen Container. Wie ihr hier auf der linken Seite sehen könnt, in dem kleinen sind es. Ähm, mal kurz gezählt sieben Raketen und auf der anderen Seite sind es dann schon 19 Raketen und das müsst ihr natürlich schauen was gewichtsmäßig besser passt ob ihr viele äh, viele attackieren wollt dann könnt ihr natürlich die großen 19 nehmen oder eben für so wer weiß was kommt mal zwei von den kleinen wie hier auf der linken Seite das ist kein Problem so und dann will ich jetzt einmal noch vom drinnen zeigen ähm und zwar gehe ich dann hierzu nochmal ähm, etwas näher ran. An hier das linke Display. Und wenn ihr jetzt diese Raketen verwenden wollt, müsst ihr diese natürlich auf der Stores Page auch aktivieren. Und dazu will ich einmal kurz wieder anpausen. Um die Sachen natürlich zu aktivieren und zu benutzen, ist ganz klar, ihr müsst in den Air-to-Ground-Modus gehen. Natürlich den Master Arm benutzen oder einschalten auf Arm. Wenn ihr die Sachen auch abfeuern wollt. Und dann hier oben seht ihr die verschiedenen Zahlen für die Raketen. Jetzt habt ihr ja schon gesehen, an den inneren Stationen sind die Zunis, die beiden großen Raketen. 10s mit jeweils 8 Stück, weil dort zwei Container hängen. Das heißt, wenn ihr die Zunis aktivieren wollt, drückt ihr hier oben auf 10s. Und die erste Station ist schon aktiviert. Genauso für die 61S. 61 ist der Container mit den mehr, mehreren Raketen, mit den 19 Stück, dann aktiviert er den. Und 68 ist der Container mit den ähm, kleinen Hydra-Raketen, den 2,75 Zoll, kleiner Container 68. Soviel zur Nomenklatur dieser ähm, Raketenbehälter. Und jetzt ist etwas hier auf der linken Seite erschienen, wenn ihr einen dieser Container auswählt. Und das ist für alle diese Container gleich, also keine Sorge. Wir nehmen jetzt mal hier den großen Container, den 61S. Dann habt ihr hier schon Boxed, was auch standardmäßig an ist und was ihr auch immer anlassen solltet, ist CCEP. Genau wie bei dem Bombenabwurfsmodus, CCP -E Computer Calculated Impact Point. Ich habe auf dem HUD eine Anzeige, wo die Rakete einschlagen wird. Die bräuchte nur auf das Ziel auszurichten und abdrücken. Dann schlägt ihr da auch ein. Und... Diesen Modus könnt ihr auch auf Manual umschalten. Dann habt ihr nur eine feste Anzeige wie ein Fadenkreuz im, im HUD. Dort wird die Rakete aber nicht einschlagen. Ihr müsst selber zielen. Aber es ist sehr hilfreich, falls dieser CCEP-Modus mal nicht funktionieren sollte, weil ihr getroffen worden seid. Ähm, jetzt gibt es hier doch einen kleinen Unterschied bei der 61S. Ich zeige es nochmal bei der 10S. So. Und zwar könnt ihr den Abschussmodus bestimmen zwischen SGL für Single. Oder SRL für Salvo. Das heißt, würde ich jetzt eine Rakete abschießen im Single-Modus, der gerade boxed ist, wird nur dieser Container, den ich, der hier gerade boxed ist, eine Rakete losschicken. Wenn ich den auf Salvo umstelle, würden alle Container, die es von diesem Typ gibt, eine Rakete abschießen. In dem Fall, ich habe zwei CNS-Container dabei, also würden beide schießen. Also wenn ich jetzt hier auf Salvo drücke, sind beide ausgewählt, beide Container schießen. Analog dazu, wenn ich jetzt hier auf dem Container bin, würden auch diese beiden schießen. Und genauso wie hier auch. Wiederum im Single-Modus wird nur ein Container schießen. Was ihr dann noch zusätzlich machen könnt, falls ihr einen Angriff ähm, zusätzlich durch äh, das Maschinengewehr unterstützen wollt, geht das auch. Und zwar gibt es hier den Hotgun-Mod. Dann könnt ihr zusätzlich noch... Das Maschinengewehr zusätzlich anzeigen, aber wie gesagt, ob das wirklich nötig ist, ähm, ist auch ein bisschen tricky, weil ihr natürlich dann jetzt zwei Fadenkreuze habt: einmal fürs Maschinengewehr und einmal für die Raketen. Ähm, das muss beides in Eingang gebracht werden. Das will ich jetzt einmal auf dem HUD zeigen. Und zwar, wenn ihr diesen CCP-Modus für die Raketen aktiviert habt, habt ihr hier dieses, äh, diesen Punkt oder diesen Kreis mit den verschiedenen. Ähm, Einteilung, das ist der CCEP-Pipper von den Raketen, das heißt der Punkt hier zeigt, wo die Raketen einschlagen wurden und das hier drumherum zeigt, wie weit das Ziel entfernt ist, was ihr jetzt gerade in der Mitte dieses Punktes habt, ähm, ja, wie weit das von mir entfernt ist. Wenn die Raketen in Reichweite sind, erscheint dann auch unter diesem Pipper in Range und ihr wisst, ihr könnt die jetzt abschießen und die kommen an. Was euch auffällt, die Raketen unterliegen natürlich auch der Schwerkraft, haben deswegen eine gewisse Ballistik. Auch wenn die Flugzeugnase oder euer Flugvektor gerade level ist, erscheint dieser Pipper natürlich nach unten, weil wenn diese abgefeuert werden, fliegen die auch eine Zeit lang nach unten. Ja, so viel dazu jetzt erst einmal. Dann will ich das zeigen, wenn ähm, wir sind jetzt, glaube ich, gleich in der Nähe von irgendwelchen Zielen. Die müssten da vorne sein. Jawohl, da sind sie. Was ihr natürlich sonst noch im habt, ist hier der ausgewählte Modus gerade und wie viel von den Raketen für den ausgewählten Pod gerade da sind. Das heißt, wie hier 68er hat 14 Raketen, wie ich die CNS aus, wir haben da 16 Raketen an Bord und bei der 61 ist 19. So, ich würde sagen, wir fangen mit den CNS an und dann würde ich jetzt einmal unten auf die Ziele zufliegen, ähm, versuchen die möglichst nahe in den Punkt von dem ccp pipper zu bringen und ich mache den ersten Angriff mit Single, um zu zeigen, es wird nur eine Rakete ausgelöst. So, ich beginne den Sinkflug und jetzt seht ihr schon den Range Ring, der, der zählt runter, um mir zu zeigen, wir nähern uns und dann sollte jetzt gleich einerseits ich sehen können, wo das Ziel ist und andererseits sollte dann auch ein in Range erscheinen in Range, aber ich sehe noch keine Ziele. Ich würde das einmal simulieren. Ich schieße ihn dann hier dort rein. Okay, eine Rakete fliegt los und schlägt dann auch dort ein, wo der Pippa hingezeigt hat. Was ihr gerade gesehen habt, als ich hochgezogen habe, dieses X, was erscheint oder blinkt im HUD, das heißt Ground Collision Alarm. Jetzt hochziehen, nicht mehr weiter schießen. Ist natürlich echt verführerisch, ähm, so lange wie möglich auf das Ziel drauf zu halten oder das in der Mitte drauf zu halten, bevor er schießt. Aber wenn das X zeigt, zieht hoch und beginnt einen neuen Angriff, weil ihr sonst schon echt in die Nähe des Bodens kommt und es sein könnt, dass ihr dann nicht mehr rechtzeitig nach oben ziehen könnt und dort in der Nähe des Ziels crasht. Was natürlich keiner will. So, dann machen wir das nochmal. Wie ihr gerade gesehen habt, eine Rakete. Jetzt schalte ich hier auf den Salvo-Modus, dass beide der Container, wo die Raketen drin sind, schießen. Und jetzt fliege ich nochmal in die Richtung des Ziels. Ich hoffe mal, dass ich dann auch die Bodenziele, die ich gerade nicht gefunden hatte weil ich die Labels ausgeschaltet habe, weil mich dann doch die immer nerven. Aber jetzt sehe ich die, die Ziele. Dort auf dem Feld stehen welche. So, wir sind in Range. Da stehen die Sachen. So, und jetzt alle Container schießen die Raketen los. Das heißt, in dem Fall, ich habe vier Container an Bord. Also fliegen auch, wie ihr gerade gesehen habt, vier Raketen weg. Das würde ich jetzt noch einmal so, ohne dass ich irgendwas angreife, zeigen. Salvo, vier Container, vier Raketen schießen weg. Das gleiche, um jetzt ohne dass ich jetzt nochmal einen Angriff starte und ich da lang wie ich rumfliege. Ein 60er Container, Single-Modus. Auswählen. Und ihr könnt schon sehen, die Rakete ist ein bisschen kleiner hilft dann natürlich nicht viel gegen große gepanzerte Ziele, aber ähm, ja ist trotzdem hilfreich, wenn ihr ungepanzert gegen äh, gegen Artillerie, eigentlich äh, gegen Infanterie vorgeht, dann ist das natürlich hilfreich. Und das gleiche der Container für die 68S, die sind natürlich die gleichen Raketen. Das ist jetzt nur ein anderes Behältnis. Wir sehen können ein bisschen kleiner. Und auch hier, wenn ihr jetzt aufgepasst habt, was würde geschehen, wenn ich jetzt hier auf Salvo drücke? Beide Container werden feuern. Also wähle ich Salvo aus für die 68 ist hier auf der Seite. Und beide schießen los. Zwei Raketen fliegen weg. Ja. Okay, das war jetzt mal so ein kleines Quick-Tutorial hier zu den Raketen. Ähm, ja, groß gibt es dazu auch nichts zu sagen. Raketentyp auswählen, Single und Salvo entscheiden. Und den Pipper auf Silos ausrichten, wenn in Range kommt, abdrücken. Fertig. Also eine sehr einfache Waffenart. Ja, wenn euch das Tutorial soweit gefallen hat und ihr gerne mehr davon sehen wollt, dann lasst mir doch ein Like da und abonniert mich bitte. Und sagt gerne auch anderen Kollegen, die mit DCS fliegen, Bescheid, dass es diesen ähm, Channel gibt, wo ich Tutorials zeige. Falls doch mal einer noch Fragen zu weiteren Themen hat. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.